Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Es ist wohl unbestritten, die Milchmarkt befindet sich in einer sehr ernsten Marktkrise. Und diese, ich glaube, sind wir uns auch einig, kann nur gelöst werden, indem weniger Milch produziert wird oder die Nachfrage steigt. Es gibt keine Anzeigen, dass die Nachfrage wieder schnell steigen wird. Also muss es zu einer Verringerung der Produktion kommen. Nun hat die Europäische Kommission mit Rechtsakte von 11. April 2016 für sowohl anerkannte als nicht anerkannte Erzeugerorganisationen die befristete Möglichkeit geschaffen, die Rohmilchproduktion auf freiwilliger Basis zu regulieren. Die Regelungen sehen vor, dass der Milchsektor befristet für einen Zeitraum von 6 Monaten mit der Option, einmal um 6 Monate zu verlängern, freiwillige gemeinsame Vereinbarungen treffen und Beschlüsse fassen kann, die Pläne der Milchproduktion zum Gegenstand haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mitgliedstaaten haben nun die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Vereinbarungen und Beschlüsse die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes nicht untergraben und auf die Stabilisierung des Milchmarktes abzielen. Die Umsetzung ist also rechtlich zwingend. Mit dem Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes der Fraktionen von CDU, CSU und SPD in der Bundestag Drucksache 18/8235, wird der Branche die Möglichkeit gegeben, auf freiwillige Basis zur Begrenzung der Milchmenge zu kommen. Zusätzlich werden mit dem Änderungsantrag der Fraktionen CDU, CSU und SPD Regelungen über die Allgemeinverbindlichkeit in den Gesetzentwurf aufgenommen. Unter der Einbeziehung der im Änderungsantrag enthaltenen Regelungen eröffnet der Gesetzentwurf die Chance, dass deutlich weniger Milch produziert wird. Der Gesetzentwurf ist zielführend, weil wir mit diesem Gesetzentwurf die Voraussetzungen schaffen, dass für einen begrenzten Zeitraum Mengenabsprachen zur Reduzierung der Rohmilchproduktion innerhalb der Branche getroffen werden können. Damit nutzen wir eine Möglichkeit des europäischen Rechts, die allerdings nur zeitlich begrenzt, nämlich für 6 Monate, mit Option nochmal 6 Monate, zur Verfügung steht. Und deshalb ist eine zügige Verabschiedung dringend geboten, um der betroffene Milchwirtschaft jetzt die Möglichkeit zu geben, die Rohmilchproduktion auf freiwilliger Basis zu regulieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich die Oppositionsfraktionen trotz des Wunsches der Bundesländer nach einer zeitnahen Verabschiedung des Gesetzes der Abstimmung verweigert haben, ist angesichts der existenziellen Marktkrise einfach verantwortungslos. Nur mit weniger Milch auf dem Markt können die Preise steigen. Für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion steht außer Frage, dass nachdem auch der Sektor sich mehrheitlich für einen Ausstieg aus der Quotierung ausgesprochen hat, es nicht Aufgabe der Politik ist, jetzt die Markt zu regulieren. Hier sind die Wirtschaftsakteure jetzt selbst gefordert, kurzfristige Lösungen zu finden. Mit der Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes schaffen wir dafür den rechtlichen Rahmen. Und nun ist es an der Branche selbst, ein deutliches Signal für eine bessere Steuerung des Milchangebots unter eventuelle Flexibilisierung der Marktstrukturen zu setzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes erhält die Kollegin Karin Binder das Wort für die Fraktion Die Linke.